Und zugeschaltet ist mir der USA-Experte Peter Rau. Er hat unter anderem George W. Bush Jr. beraten. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Also neben Inhalten, wir sprechen gleich drüber, spielen natürlich Symbole wirklich eine große Rolle bei allen diesen Treffen. Tatsächlich hat gar nicht jeder sogar mit einem Handshake zwischen Joe Biden und Wladimir Putin gerechnet. Ist das für Sie schon mal ein gutes Zeichen zum Start? Naja, es ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, dass man sich zumindest die Hand gibt. Ich glaube, man darf hier nicht aus dem Blickfeld verlieren, dass Joe Bidens Hauptaufgabe international, aber generell in seiner Politik die Zerschlagung von Trumpismus in den USA ist. Da gibt es, glaube ich, auch eine Leitlinie in der Außenpolitik. Bidens Berater haben schon durchsickern lassen an die amerikanische Presse, an die relevanten Medien, dass es hier einen Kontrast geben wird zu Donald Trump. Man erinnert sich 2018 an das berühmte, berüchtigte Gipfeltreffen in Helsinki, als ja eine Welle von Empörung losgegangen ist, als Donald Trump vor laufender Kamera die russische Einmischung im amerikanischen Wahlkampf 2016 leugnete. Also man möchte hier rhetorisch zumindest etwas Härte zeigen, etwas Stärke, rote Linien aufzeigen. Das dient auch einem innenpolitischen Zweck. Aber Händeschütteln, glaube ich, ist eine Selbstverständlichkeit am Anfang eines solches Gipfels. Händeschütteln ist noch drin, aber wenn es um rote Linien geht, dann bleibt doch die Frage, was kann oder was will überhaupt jede Seite inhaltlich dazu beitragen, um tatsächlich die Eiszeit, und die ist ja nun mal da zwischen den USA und Russland, sagen wir zumindest leicht anzutauen. Ja, da sehe ich auch nicht allzu viele Möglichkeiten. Vom Weißen Haus hört man immer wieder, dass man Plansicherheit sowie auch Voraussehbarkeit hier schaffen möchte, sodass man nicht überrascht wird, so wie man es während der Obama-Administration, als er Joe Biden als Vizepräsident gedient hat, in der Ukraine sowie auch in Syrien gespürt hat. Da ist Russland eingefahren, man ist völlig überrascht worden. Und zum Zweiten natürlich möchte man auch, und das ist für die Demokratische Partei hierzulande in den USA, ich sitze gerade in Washington, ein großes Thema, Rüstungskontrolle schaffen. Meines Erachtens nach wird man in beiden Bereichen sich aber sehr schwer tun, denn man könnte den Eindruck bekommen von Joe Biden, dass er zwar rhetorisch sehr stark auftritt, aber ob dies unterfüttert wird mit wirklich den Handlungen, die man braucht, um hier Abschreckung zu erzeugen, das weiß ich nicht. Und zum Zweiten hat man ja Anfang des Jahres schon den New START-Vertrag verlängert für Rüstungskontrolle. Also da verliert man vielleicht den Hebel oder den Ansporn, um die Russen zu weiteren Verhandlungen, die in Erfolg letztendlich münden könnten, zu locken. Also ich denke, man wird hier versuchen, rote Linien aufzuzeigen. Man kann sich erhoffen, dass dies funktioniert und darüber hinaus dann einfach den Weg wieder zurück nach Washington machen. Wenn Sie da die Rhetorik von Joe Biden ansprechen, das ist ja auch für uns in Europa interessant, sind die USA tatsächlich in den vergangenen Tagen wieder näher an uns, an Europa rangerückt? Oder inwiefern stecken da eigentlich nur knallharte wirtschaftliche US-Interessen hinter? Ich denke, die Reihenfolge war richtig, dass man zuerst sich mit den Verbündeten getroffen hat, sich ausgesprochen hat, hier eine gemeinsame Linie gefunden hat und dann auch natürlich auch intern, privat hinter geschlossenen Türen über dieses Gipfeltreffen sicherlich gesprochen hat. Was einen schon abgeht, muss man sagen, ist, dass man sich nicht vor diesem Treffen mit Zelensky, den ukrainischen Staatspräsidenten, treffen hat können. Es ist ein Treffen für nach diesem Gipfel in Genf angesagt zwischen Biden und Zelensky. Aber man hätte sich vielleicht gewünscht, da es ja wirklich letztendlich im Kerninteresse der Ukraine ist, dass man hier sich mit den Amerikanern abstimmt, hier ein Gespräch finden hätte können. Der polnische Außenminister hat sich auch in den letzten Tagen beschwert, dass es zum Beispiel im Bereich Nord Stream hier nicht ausreichend Gespräche mit Osteuropa gegeben hat. Auch ein Grund übrigens, warum es rhetorische Härte geben wird von Seiten Bidens, weil man eben hier die offene Flanke, die durch Nord Stream in der amerikanischen Innenpolitik jetzt offen steht, versucht zu decken oder zuzumachen. Insgesamt höre ich da von Ihnen also eine realistische Skepsis. Sie haben die gegensätzlichen Interessen betont. Aber sehen Sie denn irgendwo Gemeinsamkeiten auch in diesem Gespräch, wo man gemeinsam an einem Strang zieht, die USA und Russland? Nicht wirklich. Und ich denke, das Gipfeltreffen, das gesamte Konzept ist eigentlich etwas überflüssig. Natürlich muss man dialogbereit sein mit Moskau auf der operativen Ebene, zum Beispiel in Syrien, damit man vermeidet, dass unsere Militärs, die beide in Syrien aktiv sind, nicht unabsichtlich aufeinanderstoßen. Aber es gibt hier nicht wirklich einen Themenbereich, wo man sagen kann, die zwei Anführer müssen aufeinandertreffen, um ein Abkommen zu besiegeln oder einen Durchbruch in den einen oder anderen Bereich zu schaffen. Das Weiße Haus hat immer wieder Rüstungskontrolle angesprochen. Aber wie gesagt, der Hebel ist vom Tisch, weil man hat den Russen die Konzession Anfang des Jahres durch eine Vollverlängerung des New START-Vertrages schon geliefert. Also die Hoffnung ist
meines Erachtens nach, dass man zumindest rote Linien aufzeigt, dass dies glaubwürdig vermittelt werden an Wladimir Putin, so dass Putin hier nicht aggressiv in den kommenden Monaten oder Jahren sich benimmt. Schlimmsten Falles aber erweckt Joe Biden hier den Eindruck bei Wladimir Putin, dass es viel heiße Luft gibt. Und wir haben ja schon einmal 1961 in Wien erlebt, als Khrushchev und Kennedy sich getroffen haben. Natürlich haben sich die Mächteverhältnisse verschoben seitdem, aber 2 Monate später gab es in Berlin eine Mauer und im folgenden Jahr dann in Kuba eine Krise. Also es ist schon gefährlich, wenn man ein solches Gipfeltreffen anlegt und nicht wirklich hier einen Zweck zur Sache hat, außer na, vielleicht einen innenpolitischen Grund, nämlich hier, dass man mit rhetorischer Härte ein paar Schlagzeilen in den amerikanischen Medien produziert. Peter Rau aus Washington, ganz herzlichen Dank für diese klare Analyse. Schönen Tag nach Berlin. Danke.